Herzlichen Dank. Zauberhaft bedanke mich. Willkommen zu einem weiteren Gepäckmarsch, ein Eilgepäckmarsch durch die komische deutschsprachige Literatur der letzten Jahre. Ich bin wie immer in der besten denkbaren Gesellschaft. Grüßen Sie den großartigen Jochen Malmsheimer. Ich kann nicht mehr. Markus Barth, auch ein sehr erfolgreicher Comedy-Autor, der von vielen Fernsehhumorschaffenden, unter anderem Anke Engelke, gerne und viel beschäftigt wird. Der Genitiv ist dem Streber sein Sex, heißt eines seiner Bücher. Da wollen wir jetzt mal doch etwas. Die gleichnamige Geschichte, man könnte fast von der Titelgeschichte sprechen. Ich saß auf einer Parkbank und kaute an einem Apfel herum. Neben mir saß eine Frau und las ein Buch. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod, von Bastian Sick. Als ich fertig war mit meinem Apfel, deutete sie auf den Rest und sagte: Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wie nennen Sie denn das, was vom Apfel übrig bleibt? Schnüffi, antwortete ich, wie aus der Pistole geschossen. Das war natürlich gelogen. Der Rest eines Apfels wurde bei uns zu Hause immer weggeschmissen und nie getauft. Aber... Aber ich ahnte, dass ich der Frau damit eine Freude machen würde, und ich hatte recht. Tatsächlich? Fragte sie aufgeregt. Ich lese nämlich gerade dieses Buch hier und seitdem beschäftige ich mich mit sprachlichen Phänomenen. Das ist ja interessant, log ich schon zum zweiten Mal. Sprachliche Phänomene liegen auf meiner Liste der interessanten Dinge im Leben ein gutes Stück hinter europäischen Adelshäusern, Olli Geissensendung und dem Liebesleben von Lothar Matthäus. Wer früher in der Schule Weisheiten wie »Nein, das ist nicht dasselbe, das ist höchstens das Gleiche« verkündete, galt als Streber und wurde verprügelt. Heute erntet man mit so einem Satz wohlwollendes Lächeln und ein »Ach, das steht im dritten Band von Sieg, oder?« Früher war besser. Aber ich wollte ja nur die Frau glücklich machen und das schien zu klappen. Bastian Sick hat auch mal so eine Liste mit umgangssprachlichen Bezeichnungen für den Rest eines Apfels gemacht, sagte sie. Ach so, sagte sie nicht. Aber ich glaube, Schnüffi war nicht dabei. Na, dann sollten Sie ihm das mal schreiben, entgegnete ich. Prima Idee. Sie strahlte mich an und holte einen Notizblock und einen Stift aus ihrer Tasche. Ich rückte ein Stück zu ihr. Schnüffi heißt es übrigens nur bei kleinen Äpfeln. Bei größeren sagen wir Schnitz. Die Frau schrieb fleißig mit. Manchmal sagt man auch Schnitzel, aber das ist regional bedingt, fuhr ich fort. Außerdem kenne ich noch Brumsel, Knarz, Lummel und Spröck. Ich hob den Finger. Und aufgepasst bei Birnen, da heißt es natürlich Röms, aber das wissen Sie ja bestimmt. Die Frau strahlte mich selig an. Nein, das wusste ich nicht. Danke. Sie wollte ihren Block gerade wegstecken, da stockte sie kurz. Darf ich Sie vielleicht noch etwas fragen? Ich nickte auffordernd. Wie nennen Sie denn den Anschnitt eines Brotes? Kipf, Knust oder Knörzel? Ich schüttelte den Kopf. Günther. Dann diktierte ich noch 48 weitere frei erfundene Spitznamen für Brotanschnitte. Wenn Sie also demnächst in einer von Bastian Sicks Kolumnen lesen, dass im Unterfränkischen der Anschnitt eines Brotes auch Frutzel genannt wird, dann müssen Sie das nicht unbedingt glauben. Ich liebe Bärbel über alles. Aber umgekehrt bin ich mir dann nicht so sicher. Wenn ich Bärbel bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken würde, ich weiß nicht, ob sie auf Akzeptieren klicken würde. Bärbel ist ein Beagle. Und damit vom Charakter her eher eine Mischung aus Hund und Katze. Beagle sind heilfroh, wenn man sie einfach in Frieden lässt. Zu Hause geht es noch, da lässt sie sich ganz gerne streicheln. Es sei denn, ich streichle sie nicht genau in dem Neigungswinkel, den sie sich wünscht. Dann tapert sie mit einem »Was kannst du eigentlich?« Seufzer beleidigt davon. Beim Spazierengehen ist es noch schlimmer. Ich nehme manchmal einen Ball mit und versuche, sie zum Spielen zu animieren. Dann werfe ich ihn. Bärbel schaut ihm hinterher, als wollte sie sagen »Tja, mein Freund, dann schau mal, wer das Ding jetzt aus den Brennnesseln rausholt.« Und frisst weiter Hasenköttel. Unsere Spaziergänge haben etwas von Sonntagsausflügen mit pubertierenden Kindern.
Sobald ich die Leine abmache, läuft Bärbel 50 Meter hinter oder vor mir, aber nie neben mir. Ich nerve sie nicht nur, ich bin ihr ganz offensichtlich peinlich. Besonders schlimm wird es für Tiere immer dann, wenn es Menschen besonders gut mit ihnen meinen. Man muss nur mal eine dieser nachmittäglichen Zoodokus bei ARD und ZDF schauen. Pinguin, Küchenschabe und Co. Wie sie alle heißen. Meistens steht da ein Berliner Tierpfleger vor der Kamera und sagt gut gelaunt: Ich hab ja vor unsere Kia eine Röhre mit Futter gebastelt. Da sind Fleischbrocken drin. Die Öffnung hat mit Stroh zugestopft. Wird ein großer Spaß werden, da bin ich mir ganz sicher. Dann wirft ihr die Röhre ins Tigergehege und die Blicke, die sich die Tiere darauf hinzuwerfen, besagen in etwa Folgendes. Oh Gott, der hat schon wieder was gebastelt. Gehst du hin? Nee, ich hab grad ein Sudoku angefangen. Oh. Nun mach schon, er hat sich solche Mühe gegeben. Guck mal, eine Röhre. Vielleicht sind ein paar Fleischbrocken drin. Natürlich sind da Fleischbrocken drin. Sind jeden Tag Fleischbrocken drin. Und wie jeden Tag hat er die Öffnungen mit Stroh zugestopft. Überraschung! Dann stecken die Tiger die Köpfe zusammen und ziehen ein Stöckchen. Der Verlierer-Tiger legt sein Rätselheft weg und tappt gelangweilt auf die Röhre zu. Macht das Stroh aus den Öffnungen, nimmt die Fleischbrocken raus und tappt wieder zurück. Der Tierpfleger schaut dann meistens ein bisschen betröppelt und sagt: Ui, das ging aber schnell. Na, da muss ich mir moin was Besseres einfallen lassen. Und bastelt am nächsten Tag wieder eine Röhre mit Fleischbrocken. Seit 15 Jahren lebt Markus Barth nun in der Großstadt und lernt immer noch täglich dazu. Chicorée ist Blumenkohl für Besserverdiener. Heilfasten ist genauso sinnvoll wie gesund prügeln. Dieses Buch heißt Mettwurst ist kein Smoothie. Und da sollen Sie natürlich auch eine Kostprobe bekommen. Meine Putzfrau hat gekündigt. Meine Putzfrau hat gekündigt und daran ist im Grunde die Erderwärmung schuld. Dazu muss man Folgendes wissen. Mein Hund Bärbel liebt es, sich zu wälzen. Am liebsten in Schafscheiße. Toten Fischen oder meinen Socken. Die Reihung gibt mir etwas zu denken. Außerdem sollte man wissen, dass sie es hasst, geduscht zu werden. Da man aber anders den ekelhaften Gestank, also von den Fischen und der Scheiße, nicht aus ihrem Fell bekommt, muss es ab und zu eben sein. Kürzlich ging ich mit ihr am Rhein spazieren und da der zu dieser Zeit extremes Niedrigwasser führte, hier kommt die Erderwärmung ins Spiel, verwesten in dem freiliegenden Flussbett jede Menge Fische vor sich hin. Bärbel wälzte sich an diesem Tag nicht nur in einem, sondern in drei Fischkadavern. Wir fuhren also nach Hause und ich stellte sie sofort unter die Dusche. Sie winselte wie immer, wehrte sich nach Kräften. Als ich sie einschamponiert, abgebraust und trocken gerubbelt hatte, war auch ich von oben bis unten eingesaut und beschloss deshalb auch gleich selbst zu duschen. Dann waren wir beide fertig und ich öffnete die Badezimmertür. Meiner Putzfrau, die genau in diesem Moment die Tür aufschloss und in den Wohnungsflur kam, um ihrer Arbeit nachzugehen, bot sich also folgendes Bild. Die Badezimmertür geht auf, Bärbel trottet zerzaust und abgekämpft aus dem Bad. Dahinter ich, splitternackt. Und ich sage den Satz,
Ja, Bärbel, ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber da musst du eben durch. Und jetzt brauche ich eine neue Putzfrau. Am besten eine, die diesen Text gelesen hat und die nicht so laut schreit. Tilman Spengler, gelernter Sinologe, natürlich promoviert, wie wir alle, von der Kunst ein kluges Gespräch zu führen. Er ist also eigentlich ja, China-Fachmann, hat Steinmeier, Schröder nach China begleitet, hätte auch Westerwelle begleitet, wenn er nicht Einreiseverbot bekommen hätte von chinesischer Seite, weil er sich für Dissidenten stark gemacht hat. Hat viele wundervolle Bücher geschrieben, hat eine großartige Sprache und hier geht es, habe ich das schon gesagt, von der Kunst ein kluges Gespräch zu führen? Ich war nicht dabei. Das Buch heißt, von der Kunst ein kluges Gespräch zu führen. Und das machen wir jetzt. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ist nur dann ein riskanter erster Gesprächszug, wenn Sie nicht wissen, wie die angestrebte Unterhaltung weitergehen soll. Recht besehen kann sie von diesem Ausgangspunkt nämlich in jede mögliche Richtung getrieben werden. Zwei Teilmengen der Frage, nämlich hier und erstes Mal, eröffnen nicht nur Ihnen, sondern auch dem oder der Angesprochenen ein weites Feld der Selbstdarstellung. Ich bin hier Stammjast. Ich darf mich zu den Gründern dieser Galerie zählen. Keine Zahl von Pferden wird mich je wieder in so ein Konzert ziehen. Jeder Holländer ist schließlich ein Swinger. Das sind spontane Antworten, die Sie nicht weiter kommentieren müssen, weil Ihr Gegenüber bereits begierig ist, seiner ersten Reaktion eine weitere nachpoltern zu lassen. Kein Wunder, dass die Frage ein Klassiker wurde. Wenn ich gefragt werde, ob ich einer mir unbekannten Person lieber mit den Worten »Sind Sie zum ersten Mal hier?« gegenübertrete oder, wie Tatjana Sweretveja es Frauen empfiehlt, mit dem Ausruf der Tatjana in Puschkins Versdrama Eugen Onegin beginne. Ich liebe sie. Wozu es leugnen? Dann rate ich nur in ganz seltenen Fällen zu der letzteren Version. Direktheit in der Aussage hat ihre empathischen Befürworter, gewiss. Doch es ist nicht zu leugnen, dass diese Form den weiteren Verlauf des Gesprächs auf eine recht enge Spur festlegt. Wenige von uns haben das Zeug, wie unser russischer Held, einfach so weiterzureden, als sei das Bekenntnis nie ausgestoßen worden. Tatjana, das macht einen Teil ihres Verhängnisses aus, bleibt nämlich auf ihrer direkten Aussage sitzen. Das verleiht ihrem künftigen Lebensweg eine Tragik, der man Größe keinesfalls absprechen darf. Doch es muss an dieser Stelle auch gestattet sein, kurz darüber nachzudenken, ob Tatjana bei dieser Begegnung auf der Veranda, man erinnert sich, sie erhebt sich, er bleibt stehen, nicht besser eine weniger direkte Form gewählt hätte. Das Poetische spricht zweifelsfrei für den harten Schlag, aber der Poesie wohnt neben dem Moment des Unabdingbaren, des schrecklichen Ausgangs, stets auch ein Hauch der Verblendung, ja, der Dummheit inne. Hätte Tatjana also gesagt, Eugen, mein Täubchen, sind Sie zum ersten Mal hier? Vielleicht auch, Eugen, mein Täubchen, haben Sie schon gefrühstückt? Die Weltliteratur stünde ärmer da. Doch für Tatjana wären die nächsten Jahre sehr viel glücklicher verlaufen. Auch das will bedacht sein, wenn ein Gespräch eröffnet wird. Jetzt geht's ums Autoradio. Da Sie gerade in Ihrem Auto sitzen, schalten Sie das Radio ein und suchen ein Wortprogramm. Sie müssen einige Kilometer zurücklegen, bis das gelingt. Das gesprochene Wort in seiner anspruchsvolleren Form ist im Hörfunk auf weit entlegene Sendeplätze zurückgedrängt worden. Sie haben aber heute Glück und geraten in einen Stau, der Ihnen zu später Stunde einen Essay über zeitgenössische Lyrik zu Gehör bringt, wie die Ansagerin es mit ihrer warmen, dunklen Stimme ausdrückt. Vielleicht erfahren Sie jetzt das Geheimnis eines packenden Vortrags, denken Sie. Über Ihrem Gefährt kreisen Rettungshubschrauber. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr kämpfen sich mühsam über die Standspur vor.
Es verspricht, ein längerer Abend auf der Autobahn zu werden. Das kommt ihrem Lernbedürfnis entgegen. Auch der Vortragende hat eine warme, dunkle Stimme. Anders aber als die Ansagerin liest er seinen Text mit einem leichten Sprachfehler. Er hölzelt ein wenig, würde man in Österreich sagen. Sie hören eine Weile zu und probieren, wie der Ausdruck Stille und Zorn, gegossen in zeitgemäße Lieder. Aus ihrem eigenen Mund, also ohne Hölzeln, klinge. Richtig, es klingt banaler, glauben Sie herausgefunden zu haben und überlegen, ob Sie daraus eine Lehre für Ihre eigene Aussprache ziehen sollten. Gut möglich, dass Sie eine erhöhte Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer durch das Hervorkehren einer leichten Behinderung im Gaumenbereich, vulgo durch das scheinbar absichtslose Erzeugen spirantischer Nebengeräusche erzielen können. Die Sendung über zeitgenössische Lyrik wird von einer Meldung unterbrochen, die Ihnen rät, die nächste Abfahrt zu benutzen. Da diese Meldung ohne auffällige Verschluss- oder Explosivlaute erfolgte, schenken Sie ihr erst Beachtung, nachdem Sie Abfahrt bereits passiert haben. Das bestärkt Sie in Zukunft, an einer künstlerischen Verformung Ihrer Zitter- und Zischlaute zu arbeiten. So. Ein junger Mann, den wir jetzt vorstellen, heißt Tillmann Birr, ein auch, glaube ich, in Berlin tätiger Lesebühnenleser, Poetry Slammer. Jury des Deutschen Kabarettpreises sagt, eines der vielversprechendsten Talente der Zunft, dem können wir uns anschließen, hat uns auch ein neues Buch geschickt, das für diese Sendung leider zu spät kam, aber es ist schon großartig. Wir haben uns lachend in den Armen gelegen. Hm? So kann man sagen. So, da lesen wir denn jetzt Stühlchen, Stühlchen. Ich wusste, es würde dir Freude machen, noch mal aus der Waldorfschule zu plaudern. Gerne gehe ich an Sommerabenden aus dem Haus und beteilige mich an einem Stück Berliner Folklore, Stillosigkeit zur Schau tragen. Dazu ziehe ich meine Trekking-Sandalen an, setze mich mit einer Flasche Bier ans Spreeufer am Treptower Park und freue mich darüber, dass ich hier als harmlos gelte, während man mich für dasselbe in Xerima, Dayton, Ohio festnehmen würde. Am Ufer stehen zwei Angler und halten ihre Angeln ins brackige Wasser. Ein beruhigender Anblick. Ich trinke mein Bier in wohldosierten Feierabendschlucken und schaue den Anglern zu. Sie holen ein, fummeln an den Haken herum, werfen sie wieder aus, sagen: Nee, das geht so nicht. Oder: Mann, ey. Holen wieder ein und beginnen von vorne. An ihrer Unterhaltung merke ich, dass sie gut befreundet sind. Gib mir mal einen Blinker, du Penner. Ich denk da nicht dran, du Fohl. Dann lachen beide und trinken aus ihren neben ihnen stehenden Sternburg-Flaschen. Als der Längere von beiden mich einige Meter hinten weit sitzen sieht, ruft er: Prost, Meister! Und ich rufe: Prost! Zurück und wir trinken. Da biegt sich die Angel des Langen. Ich hab wat! Ruft er und ein und tatsächlich baumelt ein unterarmlanger Fisch am Haken. Geil, Alter, gib dir das bitte an, was für ein Gerät! Bestimmt eine Bratze, wa? Sagt sein Kollege. Er scheint über die aktuelle verteidigungspolitische Situation nicht ganz im Bilde zu sein, denn er trägt eine Cargohose im Tarnmuster. Mach mal ein Foto, sagt der Lange. Sein Kollege zieht ein Handy aus der Tarnhosentasche und fotografiert den Fisch. Und jetzt noch mal mit mir. Ein klassisches Anglerfoto. Der Lange mit dem Fisch auf dem Arm und ausgestrecktem rechtem Daumen. Super, zeig mal. Sie betrachten sich das Foto zusammen auf dem Handy. Klasse Fang, sagt der Lange. Ich glaube aber, das ist eher ein Barsch, sagt sein Kollege. Na, ich kenne mich mit Fischen ja nicht so aus. Ich auch nicht, sagt der Lange. Nimmt den Fisch bei der Schwanzflosse und wirft ihn zurück in den Fluss. Ich gehe auf die beiden zu. Ich sag, wieso werft ihr den Fisch denn wieder zurück? Mann, der ist aus der Spree, sagt der Lange. Die kannst du doch nicht essen. Ja, und was macht ihr dann hier? Ja, wie Eisstockschießen sieht's nicht aus, wa?
Ja, dass ihr angelt, habe ich schon verstanden. Ja, was fragst du denn so dämlich? Warum angelt ihr denn, wenn ihr die Fische gar nicht essen wollt? Ja, so halt. Irgendwas müssen wir ja machen den ganzen Tag. Wie wär's denn mit Arbeiten, frage ich. Oh Gott, ich klinge schon wie mein Vater. Nee. Sagt die Tarnhose. Das haben wir schon mal probiert, das hat uns nicht so gefallen. Angeln ist geiler. Und wovon lebt ihr dann? Die Frage ist ihm lange nicht angenehm. Mann, Alter, bist du von Amt oder was? Ich komm doch nicht einfach zu dir und frage nach deinem Kontostand. Genau. Sagt der Tarnmann. Du sitzt ja auch nur rum mit deiner Bierflasche, stellst bescheuerte Fragen. Da frage ich ja auch nicht, ob du davon leben kannst. Okay, Punkt für die beiden. Also seid ihr eher so Sportfischer, frage ich. Sie lachen. Genau. Grinst der Kleine. Wir machen das zum Sport. Am Ufer stehen. Links die Angel, rechts die Bierflasche. Voll der Sport, Alter. Naja, sage ich. Ich meine, ihr macht das eher so zum Hobby. Wir angeln hier, verstehst du das nicht? Ja, aber zum Spaß oder wie? Nee, wir angeln hier. Sagt der Lange. Einfach nur angeln, nicht weiter. Ich bin verwirrt. Und wollt ihr da nicht irgendwie weiterkommen, euch weiterentwickeln oder so? Immer nur angeln ist ja langweilig. Nee, ist es nicht. Was heißt denn weiterentwickeln? Ich bin doch schon Angler. Mehr kann ich ja nicht werden. Das sehe ich aber anders, sag ich. Den hast du halt unrecht. Vielleicht ist das Geheimnis der Angler doch einfacher, als ich dachte. Beim Angel auswerfen bewegt man 132 Muskeln. Sagt der Tarnbewusste. Beim Fahrradfahren nur 23. Nun sage mir, was wir hier noch entwickeln müssen. Wisst ihr, andere Leute fahren Ski. Fängt der Lange wieder an. Ja und? Überleg mal. Die fahren auf den Berg. Dann fahren sie runter. Dann lassen sie sich wieder hochziehen. Dann fahren sie wieder runter. Ich meine, wenn die wenigstens oben irgendwas vergessen hätten. Geldbörse oder so. Oder eine Mütze. Oder irgendwas von unten nach oben transportieren würden. Fast Bier für die Kneipe oben. Aber das machen die ja nicht. Frag doch mal einen von denen, warum der das macht. Der wird auch nur sagen, so halt. Genau, sagt die Tarnhose. Und da findet alle normal. Da fragt keiner, was das soll. Da lebt so ja eine ganze Industrie von. Von Vögeln, die hoch und wieder runterfahren. Einfach so. Aber wenn du einen Fisch angelst und den zurück ins Wasser wirfst, dann steht auf einmal so ein Kloppi neben dir und stellt bescheuerte Fragen. Ah, und deshalb angelt ihr, frage ich. Ja. Ach, der Lange. Gibt ja keine Berge in Berlin. Stefan Schwarz, meine Damen und Herren, Kult. Ich gehe kaputt. Ja, ich auch. Ich gehe echt kaputt. Kultkolumnist des Traditionsmagazins, das Magazin. Kultkommunist. Seit 1924. Großartige Kolumnen sammeln immer wieder. Hat auch drei tolle Romane geschrieben, aber. Heute soll uns ein Beitrag aus seiner letzten Sammlung Wir sollten uns auch mal scheiden lassen. Genügen. So. Stöckchen Kringelbrezel. Ich gehe da ja nicht mehr drauf ein, Watze. So, schlag auf.
flötete Mutter Dinkelkeks. Ach, das hast du gestrichen? Ja, da. Gut. Guck mal. Ja? Bei mir aber nicht. Ich übergehe es einfach und tue, als wäre nichts gewesen. Pass mal auf. Hast du mal einen Stift? Bitte. So, kann ich mal das Buch haben? So. Ja. So wird ein Schuh draus. So. Ich beginne von vorne, ja, damit bitte. Alle die ganze Schönheit dieser Textstelle. Oh, grünes Smoothie. Flötete Mutter Dinkelkeks. Du ahnst nicht, wie vital ich mich fühle, seit ich grüne Smoothies zu mir nehme. Vater Dinkelkeks ging an die Küchenfront und klopfte stolz auf einen Mixer. 700 Euro, dafür macht er auf 35.000 Umdrehungen. Auf Salaten rumkauen, das war gestern. Wir machen jetzt Smoothies. Vater Dinkelkeks erklärte, der Drehbums sei nötig, um die Pflanzenfasern bis zur Zellstruktur hinunter aufzubrechen. Übrig bliebe nur noch die pure Lebensenergie zum Trinken. Respekt hob meine Augenbrauen. 35.000 Umdrehungen, mein lieber Mann. Da kannst du die Holzkiste, in der deine Biosalate geliefert werden, ja gleich mitpürieren. Vater Dinkelkeks hob lockend einen Mangoldstrunk, eine Selleriestange und eine Birne aus der Biokiste. Wollt ihr mal einen machen? Ich weiß nicht, antwortete ich zögernd. Ich bin immer bisschen vorsichtig mit lebensverlängernden Maßnahmen. Am Ende ist die Zukunft doof und ich lebe immer noch. Aber probieren musst du mal. Ich habe noch einen von heute früh in meiner Tasche. Vater Dinkelkeks lief zum Auto und holte die Aktentasche. Die Plastikflasche mit der grünen Pampe war aufgedunsen. Ja, hatte beinahe Kugelform angenommen und ich glaubte mich zu erinnern, dass es in diesem Universum keine grundlos geblähten Dinge gibt. Möglicherweise, so begann es mich nun zu dünken und zu deuchen, hatten sich schon Bakterien an der befreiten Lebensenergie gütlich getan und das Fläschchen mit den allerbedenklichsten Gasen vollgerülpst. Denn stinkende Gase produzieren, das machen Bakterien ja für ihr Leben gern. Bakterien haben bekanntlich keine Nasen, das nützen die natürlich aus. Aber so hatte Vater Dinkelkeks den Verschluss noch nicht einmal zur Hälfte aufgeschraubt, als ihm ein Überdruck im Monster-Truck-Reifenformat die Arbeit abnahm. Ich habe schon viel gesehen in Küchen. Ich habe schon erlebt, wie mein Vater brennendes Frittierfett zu löschen versuchte und danach keine Augenbrauen mehr hatte. Ich habe meine Großmutter überquellende Einkochgläser mit Sauerkirschen in kaltes Wasser tauchen sehen, wonach die Sauerkirschen quasi wieder am Baum hingen. Aber ein explodierender Smoothie ist nochmal was anderes. Ein Hauch von Bürgerkrieg lag in der Luft. Vater Dinkelkeks sah aus wie ein Masernschaubild in Grün. Und die Küche war bereit für eine neue Küche. Überall troff pure Lebenskraft von den Wänden. Ich hätte ja jetzt keinen Bock auf Renovieren, sagte ich. Aber ihr seid ja vital genug dafür.